Einen wunderschönen Donnerstag. Willkommen zurück, Pody Bridge 2 mit Workshop-Leveln. Heute starten wir mit Die Straße muss weg für Krierne 5 von Benjamin Hönig. In diesem Level muss man die Straße aus dem Weg räumen. Das Schwere daran ist, dass man sehr begrenzte Materialien hat und ein recht kleines Budget. Bonus-Challenge, verbrauche nicht absolut alles, was du hast an Materialien. Okay, ID wie immer, Videobeschreibung sowie oben links. Wir haben 6 Straßen, 10 Holz, 20 Stahl und 4 Hydrauliken. Wir machen ganz kurz die Bewegung hier weg. Okidoki, was haben wir denn? Wir haben ein Moped, das Pferd, Hydraulik, Zeugs, Hydraulik, Laster. Oh. 21 PG. Du knallst, ich glaube, zum Teil auf der Straße, was mir natürlich gar nicht gefällt. Und da sind irgendwelche Teile. Okay, gucken wir mal an. So, das Ding muss auf jeden Fall so sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was genau eigentlich jetzt gemacht werden muss, wenn ich ehrlich bin. Also wie genau ich das lösen soll. Schade. Ich habe gehofft, das würde jetzt hier relativ deutlich passen, aber tut's nicht. Sieht nicht deutlich genug an. Ah, okay, er landet da. Das ist schon mal gut. Alles klar. Er darf nur nicht zu weit einziehen. Cool, verstanden. Dann sollte das hier theoretisch schon gelöst sein, oder? Ist das schon die Lösung? Wir sind im Budget. Wir haben nicht alles verbaut. Die ziehen noch zu weit ein. Das heißt, wir machen die hier einfach runter, damit sie weniger einziehen. Und wenn wir es sogar so lassen, hätten wir nicht mal alle Materialien verbraucht. Jetzt zieht noch mehr ein. Bisschen zu weit. Gucken wir mal, ob da auch ein bisschen Holz geht. Ah, ich glaube, Holz wird spätestens beim Laster ein Problem machen. Links ist perfekt. So. Nehmen wir die hier. 21 PG. Ich glaube, wir werden damit Holz nicht unbedingt davon kommen. Ich glaube aber nicht, dass wir die beiden hier brauchen. So, das sollte es gewesen sein. Eventuell müssen wir hier noch ein bisschen verstärken. Bewegungen ist gut. Das Ding fährt durch. Sehr schnelle Schiffe. Und dann sehr langsame Schiffe hinterher. Die machen wir mal ein bisschen schneller hier. Kann es sein, dass die Dinger hier sich noch drehen? Ja. So. Und jetzt sollten die gleich weg sein. Jetzt. Dann können wir es ja wieder langsamer machen. Und dann gucken wir mal, ob das hier noch das Gewicht aushält. Ich glaube nicht. Okay.
schade. Wir können das per se nicht verstärken. Okay. Dann machen wir es so. Ja, tut mir leid, dass die Wiederholung jetzt hier dann sehr schnell sein wird, aber diese beiden langsamen Schiffe zwingen mich eigentlich dazu, hier Vollgeschwindigkeit mit der Mod zu machen. Das ist aber traurig. Guck mal, wenn das hier einfährt, müsste das noch genug Abstand haben. So dass wir hier eine weitere kleine Bracing haben. Wir könnten nach oben noch eine Bracing machen, wie die dann teilen. Und da wird das Problem sein, dass eben die Schiffe, wieder das Schiff kommt. Leider nicht. So. Wir lassen es einfach immer dumm, richtig schnell laufen. Und dann sehen wir leider den Bruch nicht unbedingt immer langsam, aber... Kommt aber näher. Wir haben nur noch 2 Stahl. Ich würde das halt eigentlich gerne von hier auch noch nach da weiterführen. Das können wir aber leider nur auf einer Seite machen. Dann nehmen wir natürlich die Seite, bei der es eher nicht funktioniert hat. Schade. Gefühlt so nah dran. Zumindest was die Bewegung angeht, aber dann jetzt diese Kleinigkeit mit dem Gewicht. Kriegen wir das so hin? Mein Geld haben wir noch und wie immer zählt für mich im Budget und ohne Bruch bleiben. Ne. Immer wieder reißt die Dreckshydraulik. Okay. Der wird nicht hoch genug gehen. Oh, doch. Reicht es denn, wenn sie von unten kommt? Statt rechts? Könnte das schon reichen? Nee. Aber jetzt bist du gerissen. Das ist schon mal ein Unterschied. Vielleicht geht's ja doch so. Aber das Wackeln gefällt mir halt nicht. Es schwankt ganz schön hier. Da sieht man es halt, zwischen 50 und 70 ist die Belastung am Schwanken. Ich glaube, wegen dieser Drehbewegung da oben.
Na also. Es geht doch. Man kann natürlich noch sparen. Ja, das ist mir klar. Man könnte hier noch sparen, indem die Brücke einfach ein bisschen runter geht und so. Aber ist mir jetzt egal. Relativ schnell eine Lösung gefunden. Das heißt, wir können noch ein zweites Level spielen. Gucken allerdings vorher natürlich hier in die Galerie. Und sehen, dass wir mittlere Landung sind. Benjamin Hönig. Aufzug gebaut. Komplett runtergelassen. Und dann wieder hochgezogen. Und dann hier haben wir Pufax. Auch komplett runtergelassen. Ja. Das dauert so lang. Tut mir leid. Wir machen einen Cut, springen rein ins nächste Level. Und das zweite Level heute ist die Chopper, der Chopper-Stunt-Sprung von Ninja, hochgeladen von Pufax. Ja, gucken wir mal. ID wie immer oben und unten in der Videobeschreibung. 15.000 Budget. Einen sehr schnellen Chopper. Lauter Monster Trucks und lauter Checkpoints. Das heißt, das Ding muss einfach exakt fliegen. Das wird also sehr wahrscheinlich ein riesengroßes Pixelgeschiebe, damit die Flugbahn exakt stimmt. Nehme ich mal an. Oder Glück muss man haben. Muss der alle? Fahren die selbst auch noch? Die fahren selbst auch noch, okay. Ich dachte das gerade, man muss die auch noch selbst alle anschieben, aber das ist zum Glück nicht der Fall. Ey! Reines Glück, dass das so geflogen ist. Ey! War das die Günste? Wahrscheinlich nicht. Aber okay, das ging schneller als gedacht. Stört nicht, wenn es mal schnell geht. Es war die günstigste. So, wir haben hier Pufax mit 4 Straßen. Aber die Landung war nicht sauber. Da hat er ordentlich mit dem Kopf gebremst. Adam Delaney Wynn. Schöner Flug. Ah, auch böse angeschlagen. Dann Nifty. Er bleibt hängen. Geht dann ins Ziel und dann nimmt zum Schluss noch meine hier. Wo er halt auch mehr Glück als Verstand hat, aber er kommt ins Ziel. Ja, macht nichts, wenn man schneller geht. Ich würde sagen, machen wir die Folge heute kürzer, weil ich glaube, die anderen Level alle, die für mich gemacht sind, die sind alle längewieriger. Dementsprechend heute eine kurze Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Habt beim nächsten Mal dabei. Wie immer, Samstag, Sonntag Master Mode Normal, Dienstag Master Mode Bonuswelt und Donnerstag Workshop Level. Bis dahin noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.